Hallöchen und herzlich willkommen bei mir hier auf dem Kanal bei der Let's Play-Reihe Nobisco Bergsee Solo-Runde. Wie ihr schon seht, bin ich schon am Hof drauf. Ich muss ganz kurz hier noch das hier einschalten. Die Musik wieder runter. Und wie gesagt, ihr seht, ich bin schon am Hof drauf. Und es ist richtig miserables Wetter. Macht man denn Wetter? Natürlich normalerweise in der Bude sitzen. Wir werden heute, ja, das, was ich in der letzten oder vorletzten Folge gesagt habe, wenn ich das Wetter, können wir eh nicht viel machen. Also suchen wir heute mal die Goldnuggets. Richtig? So, und ich habe hier im Hof schon ein paar gefunden. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 14 oder 15. Ich hoffe, dass wir alle in dieser Folge jetzt finden werden, weil, wie gesagt, ich werde mich jetzt nur um diese Goldnuggets kümmern. Und, wäre vielleicht besser, wenn wir einen Trecker nehmen, oder? Genau, wir nehmen einen Trecker. So, die anderen nehmen wir so. Müssen wir rumfahren, geht das schneller? Glaube ich. Und wenn wir dann an dem Platz sind, dann kann man da eben halt schnell absteigen und dann in Ruhe gucken. Wollen wir mal schauen, wo es was hinführt hier. Aber ich möchte echt gerne wissen, was es dabei gibt, wenn man alle 100 hat. So, hier muss irgendwo der Goldnagel liegen. Absteigen. Im Gras? Rede ich da mal. Wir müssen nur mehr hier rüber. Mitten drauf hier eigentlich. Nee, auch an der Wand. Kann der auch im Dach liegen? Kann der hochkommen? Ach da, guten Morgen. Da liegt er doch. Gut, den haben wir auch eingesammelt. Eben vorbeigelaufen. Wahrscheinlich, wenn ich wieder wahrscheinlich das Video sehe, habe ich zumindest da gesehen und bin vorbeigelaufen. Kenn mich. Wollen wir mal hier schnell gucken? Hier muss der in der Nähe sein. Komme ich hier nicht rein, ne? Ne. Muss ja irgendwo außen. Ach, da liegt er schon. Zack, da haben wir schon gefunden. So, auf zum nächsten. Da können wir schnell hinlaufen. Das ist ja nicht weit hier. Das ist aber Ecke hier sofort, genau. Aber jetzt mal schnell zu Fuß hin. So, es müsste ja irgendwo wahrscheinlich hier am Zaun liegen. Aber irgendwo im Gras. Da hatte ich da schon. So. 17 von 100, alles klar. Fahren wir mal jetzt in die Richtung vorbei. Passt gut. Machen wir die Karte auch groß. So. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Da fahren wir mal. Ich fahre doch quer mit ein, ja? Also nicht böse sein jetzt. Ich möchte natürlich gerade alles jetzt hier schnell hintereinander kriegen, dass wir die Punkte wegkriegen. Wir fangen jetzt oben in der Stadt, fangen wir jetzt an. Und da hinten war eine Molkerei. Bei meiner Straße auch ein bisschen stehen, ne? So. Tada. Vorbeigefahren, mehr oder weniger. Stopp, anhalten, hier gehen wir rein. Muss ja irgendwo jetzt hier sein. Da blinke ich, also muss er wahrscheinlich hier getroffen. Da liegt er. So, zack, eingesammelt. Zu dem anderen, der da vorne ist, wo wir drauf zulaufen quasi. Da gehen wir eben zu Fuß hin, da trägt er auf der Straße. Irgendwo hier muss er liegen. Machen wir die Karte auf kleiner wieder, so. Da, ne. Also jetzt bin ich mal gerade richtig drauf hier. Ach, da ein Karton. Und dann habe ich auch richtig. Achso. Ach so geht das, alles klar. Kann ich wegstellen? Okay. Gut. Sehr schön haben wir auch. Trecker, Trecker, Trecker. Oh, blockiert die Straße hier.
So, da fahren wir eben zu dem. Ich glaube, die beiden machen wir schnell zu Fuß hier. Da fahren wir gut alleine, zack. Da fahren wir eben mal mit dem Grünstreifen hier so. Aussteigen. Wir gehen mal ganz schön zu dem hier rüber. Hier liegt er nicht. War hier im Gras. Da! Liegt er. Zack, eingesammelt. So. Hier ist zu dem anderen darüber. Oh, hier wäre besser mit dem zu Fuß aus einsammeln, ne? Weil die doch irgendwie zwischen den Silos liegen hier. Hier irgendwo offensichtlich. Nein. Okay. Ich bin schon mittig drauf wieder. Alter. Eingesammelt. Ist aber auch ein Bitterchen, meine Güte, ne? Mal eben kurz da hinten hin. Oh, einen Fußgänger überfahren, auch macht nichts. Weberei hier hoch. Dann fahren wir dann da so weiter und. Oh, der muss ja direkt hier vorne zu liegen schon. Da! Aha! Trefferchen! Okay, der könnte in der Halle sein. So kurz hier rein. Da liegt er schon. Aha, aha. Aber diese Weberei kenne ich irgendwo her. Ich glaube, die habe ich schon mal auf einer anderen Karte gesehen. Aber da gucken wir gerade nicht nach, sondern wir wollen halt. Ah, wieder blockiere ich alles. Wir wollten ja die ganzen Nuggets einsammeln. So. Wie gut über Zeit, was haben wir jetzt schon? 7 Minuten habe ich. Gut, gut, gut. Mal kurz jetzt hier mal stehen. Ach, ich drücke mal die falsche Taste. Licht anmachen. Da liegt da. Oh, da habe ich schon die erste gefunden. Sehr gut. So. Andere liegt hier vorne. Hinterm Haus wahrscheinlich irgendwo hier. So, an dem Feld irgendwo. Das wird doch schon Gras wahrscheinlich sein. Das müssen wir jetzt aufpassen jetzt hier. Mal hier am Rand entlang. Oder hier in der Hütte drin, warte. Ach, da in der Hütte liegt da. Zack. Sehr schön. Upsala. Den Trecker müssen wir holen. Was? Quatsch. Das hier in der Stadt kann man eben so schnell ablatschen. Sofort um die Ecke hier alles. So, hier muss vielleicht irgendwo einer liegen. Ah, wahrscheinlich wieder im Gras. Sagt das heute einfach so hier. Hm. Nee. Da muss er sein. Irgendwo hier. Ein Drescher vielleicht, dann rauchen wir. Bin ich eingesammelt? Ich habe eingesammelt, tatsächlich. Was gleich wo? Auf die Anzeige gar nicht geachtet. Aber ich habe gesehen, ich gucke gerade ganz nur auf die Kreise und ja, es war der Kreis verschwunden. War es wahrscheinlich irgendwo am Drescher gewesen. Kann ich die aufmachen? Ach, da liegt er schon. Zack. Dann gehen wir hinterm Haus her. Boah, am Ende mal der Urwald hier mal. Jetzt gelandet hier. Da gerade noch, ja? Ich gerade schon. Was war das denn jetzt? Da liegt er auch schon. Zack. Aber. Okay. Kann ich auch da durchgehen? Oh, dafür auch nicht. Da auch? Nö. Okay, ist egal. Da ist noch einer. Und da müssen wir uns den Trecker einfach schnappen. Dann müssen wir wieder ein Stückchen fahren. Der liegt offen. Da liegt offen. Ja. Zack. So. Trecker.
Mal hier runter. Müsste eigentlich die richtige Richtung sein. Fahren wir gleich links. Ich weiß gar nicht, ob ihr auf der kleinen Karte seht, was ich schon wieder an Fliegen hier rumfliegen habe hier bei mir. Auf der kleinen Seite, auf der Webcam. Ob ihr das seht. Ich echt einen Anfall hier bei mir. Ein bisschen außerhalb des Fahren. Alles hier mal rechts, ne? Boah, ein Baum im Weg. Boah, Glück gehabt, noch vorbeigekommen. So, wir warten aber jetzt hier mal kurz. Da fahren wir hin. So, aufsteigen. Gehen wir kurz hier rüber. Ah, große Fläche hier. Ah, hier sind doch. Hier sind wahrscheinlich meine Plantagen für Erdbeeren sowas wahrscheinlich, ne? Rotkohl, ja, alles klar. Wir fahren Autos hin. What? Hier muss irgendwo der Goldnagel liegen. Ah, war er doch, oder? Ne, doch, ich dachte schon. Ja, hier sind ein paar Tische, bis das zu hoch. Wo ist der Goldnagel? Drinne? Nein. Kim? Mal, kann das sein, dass das hier alles ein bisschen mitwandert, wenn ich hier so laufe? Ich verstehe mir das gerade nur so. Mir ist gerade ziemlich komisch. Hier ist cool. Hä? Ja, guck doch mal den Boden an der Watt. Was denn? Das kann nicht so im Sinne des Erfinders sein, oder? Aber egal, ich suche halt den Nugget hier. Kann er nicht sein, er muss auch hier irgendwo sein. Ach, da liegt er. Aber wie komme ich denn da rein? Ah, so rum. Ach, Kerl. Und jetzt da muss einer liegen. Irgendwo. Irgendwo hier. Ach, da liegt er schon. Häng fest. Ja, aber auch mit dem Boden. Was ist das denn? Warum lag das heute so komisch hier? So geht es, aber hier Bodenkugel ist eine Katastrophe. Egal. Gut, auf zum Trecker. Machen wir gerade wieder groß. Ach, kann wahrscheinlich mit dem Wetter zusammenhängen wahrscheinlich. Jetzt kann das sein. Das ist natürlich auch möglich. So, wo würde ich hinfahren? Wir sind da vorne. Da fahren wir jetzt geradeaus runter zu den Feldern ein. Achso, ich muss die Karte auch wieder anmachen. So. Das sind doch nicht alle 60, die noch angezeigt werden, oder? Oh, da komme ich, da war ich. Da kommen sehr, sehr viele. Wie lange habe ich jetzt schon? Oh, eine Viertelstunde schon. So, 10 Minuten habe ich noch Zeit. Für dieses Video ungefähr 10 Minuten. Ach, muss die Karte da lassen. Okay, hier muss irgendwo einer sein. Irgendwo hier am Gebäude oder im Gebäude. Im Gebäude wahrscheinlich. Ja, da liegt er schon. Die anderen, da kommt jetzt nicht mehr so hin. Die sind alle hier am See drum. Boah, da sind hier ganz viele. Wird schwer zu erkennen, ja. Was ist denn jetzt hier? Doch schon wieder. Also, oder kann ich hier? Oh. Oh, da war ja ein fester Arsch voll hier. Oh, schon. Ja. Schwierig hier zu finden, ihr wisst. Aber mitten durchlaufen ist auch kacke. Wenn man dann runter hier und weiterlaufen, dann geht's auch. Da sehe ich ja gar nichts.
etwas sein. Boah, hier siehst du nichts im Verborgenen beim Busch hier. Warte mal, irgendwann ist kurz, cool. Fällt gerade was ein, kann man die Grafiken hier unterschrauben, dass man das hier nicht so. Nein, so leider nicht, okay. Jetzt echt ein bisschen doof. Und das ist ganz einfach, aber das finde ich jetzt ein bisschen arg übertrieben doof gemacht hier. Das bin hier doch. Dann könnt ihr in den Kommentar schreiben, wie ihr das jetzt hier findet, hier, weil ich finde das gerade hier gar nichts. Ein bisschen schwierig, okay, ist ja gut, aber das fehlt jetzt aber. Aber doof. Ups, aber doof gemacht. Irgendwie. Aber keine Ahnung, nur wahllos hier sind, nur herlaufen wir. In der Hoffnung, dass man einen kriegt. Ich muss ja eigentlich gerade drüber herlaufen, sonst wird er nicht aufgenommen. So, was machen wir dann darüber? Gehen wir das wieder zurück. Ne, ich finde hier gerade keine. Das finde ich ein bisschen. Egal, wir rennen mal zu dem neuen Tor rüber. Was sagt die Uhr jetzt? 18 Minuten. Einfach, das finde ich schade, das finde ich doof. Das sind noch 4 Stück, die ich eigentlich finden müsste. Und sieht aus wie 4, mindestens 4 Stellen, wo wir hier sind. Und das ist okay, da kann man jetzt wirklich einfach durchgehen und hier muss man halt ein bisschen suchen. Das ist ja auch okay. Da habe ich auch nichts gegen, weil das ist ja auch der Zweck der Geschichte. Man soll halt ein bisschen so sich anstrengen. Boah, wo könnte er hier sein? Mal außen. Hier, ach da, Alter. Das ist ja auch noch, das sieht man noch ein bisschen. Aber bei denen da, das ist eine Katastrophe. Finde ich zumindest. Weil ich könnte mal gucken, wenn ich über den Strecker drüber fahre, ob ich das besser sehe. Warte mal. Sieht vielleicht da, wenn ich Glück habe, dass man die von oben vielleicht sieht. Was soll ich meine, so? Durchfahre hier, das könnte klappen. Ich bin nicht geschlagen. Ach, da leckt nicht einer. Was da hinten ist, da, oder? So, hier aufsteigen. Da, mach schon mal ein. Wie? Oh ja, ist das so schön. Ich will mal kurz hier nochmal zurück, ob ich da was gesehen habe. Nee.
Okay. Das. Ah, da ist einer. Zwei, sehe ich gerade. Und zwar, wenn ihr das auch gesehen habt im Video, muss ich hier. Oh, gar nichts hier. Hier muss ich durchrennen. So. Warte, ihr schon mit da. Da ist einer. Und da ist einer. Aha, jetzt kommt aber noch näher. Ja, da. So, wenn wir da hinten müssen, wäre da irgendwo. Doch, hier am Auto irgendwo. Natürlich was rein. Ich gehe nochmal kurz ins Auto rein hier. Im Auto hier. Und hier am Rand entlang. Da, da ist einer. So. Einen noch. Der muss man wieder hier hinten liegen. Der liegt mehr da. Was, war da schon was? Nee, ich dachte. Da muss halt. Ah, da! Ah, der Ecke liegt da. Hast du gesehen? Jawohl. Alles eingesammelt. Schön, schön, schön. Cool. So, wir fahren jetzt mal zu den nächsten Punkten hin. Das war jetzt schon heftig, aber wir sind ja guten Strecke eigentlich. Kommen wir jetzt da in die Richtung, alles klar. Also, mal bin ich nämlich bei meinem Acker. Was übrigens schon gesät worden ist gestern, also Tage. Doch, war es gestern war es. Ihr seht ja oben immer die aktuelle Zeit, wo ich gerade am Spielen bin. Das war gerade schon gut heftig, muss ich schon sagen. Sieht man da offensichtlich, gut. Zack. Dann werden wir auch offensichtlich finden, glaube ich, hoffe ich mal. Alles. Vielleicht in der Halle oder hinter der Halle. Leide ich da schon. Sehr schön. So, wir haben jetzt die Hälfte. Wir müssen jetzt. Fahren jetzt da unten, ganz unten an der Karte, vielleicht zum Schluss hin. Nehmen wir jetzt erstmal. Oh, komm hier durch, komm hier durch, ja, komm hier durch, ja. Komm mal am Sägewerk da hinten, fangen wir jetzt mal an. Fahren wir nur da erstmal. Hupen. Halt, wo die kleine Karte wieder anhaben, so. Gut, ich glaube nicht, dass wir alle 100 reinkriegen jetzt hier. Ah, Trecker, ich hab ihn schon gesehen. Zack. Ja, dann drehen wir jetzt hier. Hier wo ich am Haus vielleicht. Aber direkt voraus hier gut. So, da ist einer. Alter. So, da müssen wir hin. Gehen wir schnell erstmal kurz rein, ob da vielleicht drin liegt. Irgendwo hier hinter. Da darf ich da ja. Gut Glück gehabt. 52, moin. Sind wir gesprungen? Ja, komm, wir haben gesprungen. Rüber gesprungen. Mhm. Das ist ja ein Deutsch hier bei mir. Kommen wir mal kurz rüber. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwo hier. Offensichtlich, sehr schön, gut. Das wird wahrscheinlich hier im Garten bei dem rein hier. Oder hoch auf Straße, ja. Gut. Machen wir hier den Weg hoch. Wie gesagt, ich werde dann jetzt erstmal das Video, ja, beenden. Und ja, ich weiß was. Ich mache einfach ein zweites Video.
daraus. Also das nächste Video wird dann auch halt erstmal Gold Nugget Sucherei sein. Ja. Ich danke schon mal für euch fürs Zuschauen und natürlich über jeden Kommentar dankbar. Ob jetzt positiv oder negativ ist, negativ, Kritik, egal. Haut's einfach rein. Ich möchte wissen, was ihr von dieser ganzen Let's Play-Reihe denkt oder ja, was ihr einfach denkt. Ne? In dem Sinne würde ich einfach mal sagen, tschüss, bis gleich. Und halt, wenn ihr das Video anguckt, für mich ist es gleich, für euch, keine Ahnung, auch vielleicht gleich, ansonsten morgen, übermorgen, nächsten Tag, nächste Woche, nächstes Jahr, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich hoffe, ihr habt nicht so lange wartet zwischen den Folgen, also ein Jahr, wäre ein bisschen viel. Gut, ja, ich sag dann mal tschüss, ne? Euer Nobiko, ciao, ciao. Und tschüss.